Ich schwöre, einfach Feiglinge auf die Eins. Gib ihm. Ach, hier waren wir doch. Ich kenne den Ort. Ich kenne... So, ich erkläre euch jetzt den Plan. Der Plan ist, ich renne darüber und dann renne ich weiter weg und dann schreie ich wieder. Hallo ihr Lieben, willkommen bei Murilicious. Ich bin euer Muri und heute geht's weiter mit Elden Ring Shadow of the Erdtree. Ich höre schon ein Hallo Anna. Anna, hello. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Auch ein Hallo an alle, die gleich dabei sind. Und auch ein Hallo an alle YouTube-Zuschauer in der Zukunft. Heute geht's weiter. Letztes Mal hatten wir kleine Erkundungen. Heute versuchen wir in der Main Story ein bisschen weiter voranzukommen. Und ich würde sagen, wir lassen uns überraschen, was so auf uns zukommt. Und ich bin schon ganz gespannt. Ich habe hier heute meinen Tee hier reingepackt, ohne mich zu verbrennen, diesmal. Und da würde ich sagen, without further ado, gehen wir weiter. So. Also, wir waren hier. Was ich erstmal machen wollte, ist erstmal zu gucken, ob ich leveln kann. Ich muss noch ein paar Runen ploppen. Und dann geht es los. Das sieht doch gut aus. Stopfen wir wieder in die Intelligenz, die wir ja gemindert haben. Wir sind weniger schlau geworden. Wir sind doof geworden. Und deswegen machen wir das. Und zwar einmal... Ach, ich meine Weisheit natürlich. Die Weisheit. Donna. Donna. Sorry. So. Let's go. Achso, ja, let's go, aber nicht hier, let's go. Sondern hier. Und dann gehen wir mal. Was ist das denn? Ja, wir können uns entscheiden, ob wir hier weitergehen. Ob wir hier weiter hochgehen. Ja, das ist jetzt die Frage. Achso, das können wir ja eh nicht. Wir sind ja hier hochgelaufen. Hier ist ja dieses Schattengedöns. Gut, dann gehen wir hier hin. Würde ich mal sagen, oder? Sie. Machen wir. Wie geht es euch denn, ihr Lieben? Schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt es in den Chat. Wie geht's euch? Was macht ihr? Wie läuft das Leben? So. Dahin. Ich frage mich, ob das schon der Main-Boss ist. Sieht nämlich so aus. Da ist schon wieder so ein laufender Feuerboy. Also das Pferd ist auf jeden Fall schon vor dem Tod gleich. Sorry, Bro. Okay. Ja, Mann! So nämlich! Und was willst du jetzt machen? Mir wird schwindelig. Hab dir mal auf Insta geschrieben, weil deine Cam nicht lustig ist. Ja, ich weiß, das wurde mir schon letztens gesagt. Ich weiß nicht, was ich daran ändern kann. Ich habe schon alles Mögliche versucht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, bring mich direkt um. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Das geht mir so auf die Nerven. Wo ist mein Schild? So. Quali runter. Aber was meinst du mit Quali? Die Bitrate? Ich habe jetzt irgendwie auf 6000 KP irgendwas. Und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das machen soll. Aber wie geht's dir denn? Wie geht's dir, Mausi? Wie läuft das Leben? I hope you are doing well. Ach. Ist das jetzt meine Main-Dings geworden, oder wie?
seid ihr? Meiner jetzigen Intelligenz wird das nichts. Wo ist eine andere? Da. Ich habe eine Canon EOS M50. Ist jetzt auch nicht die geilste. Ah, vielleicht liegt's daran, wer weiß. Scheiße. Der Verzug war zu stark. Ich muss mal schauen, weil wenn ich auf die Einstellungen gehe, bei OBS, schauen wir mal, kann ich jetzt zwar nichts ändern, weil wir im Stream sind. Ausgabe 8000 kbps, Bitrate. Ja, vielleicht sollte ich die runterziehen. Ich frage, ob das geht. Ob ich das jetzt machen kann. Ich mache mal auf 4000. Übernehmen. Okay. Codec überprüfen. Codec. Da kommst du ja mit Fachbegriffen. Ja, genau, das habe ich. Also mein Encoder, also es ist H264 und irgendwo habe ich noch die Nvidia reingeschleust und ja, ich habe das halt eigentlich so gemacht, wie das der unser Streaming-Meister auf YouTube, ich vergesse immer seinen Namen, eigentlich voll Disrespect, dass ich seinen Namen immer vergesse, wie hieß der nochmal? Ich habe hier extra den PC gekauft, den der empfohlen hatte und dann hat er auch direkt gesagt, welche Einstellungen man benutzen kann und dann ja, habe ich halt alles gemacht und anscheinend hilft es trotzdem nichts. Dann musst du auswählen einen Pod, der mindestens 4 Gigabit kann. Tschüss. Dann muss der USB in einen Port, der mindestens 4 Gigabit. Hallo, kannst du aufhören damit? Scheiße, und ich bin ja gestorben. Okay. Ja, das mit den ich habe mir das auch mit diesen USB-Ports. Ja, ja, genau, das habe ich, diesen blauen von der dritten Generation. Das sind ja die 3.0-Dinger mit dem blauen Teil. Ja, ja, genau, das habe ich auch alles. Keine Ahnung, ich gebe mir doch Mühe. Ich pass doch auf, dass alles so sein soll, wie es sein soll. Aber es funktioniert trotzdem nicht. I know, ich weiß auch nicht, was das Problem ist. Hab auch extra dieses, mach ich nicht mit WLAN, sondern mit Kabel, mit LAN. Anschluss hilft alles nix. I don't know. Aber ist es schlimm? Also ist es sehr, stört es sehr? Oder ist es einfach nur so, ja, könnte geiler sein? Weil wenn es wirklich so störend ist, dann gebe ich mir gar nicht mehr die Mühe. Dann, hör ich auf mit dem Stream. Dann werde ich wieder einfach nur normaler YouTuber. Denn ich hasse es, Dinge zu machen, die nicht richtig sind. Ich hasse es, Dinge nur halb zu machen. Ja, ja, ich mache das mit OBS. Was ist das? Irgendwo ist eine große Rune zerbrochen. Und mit ihr ein mächtiger Zauber. Was heißt das, eine Rune ist zerbrochen? What does it mean? What does it mean? Well. I don't like this. Hallo. Heißt das, irgendeine Rune ist verloren gegangen? Irgendeine Rune ist zerstört worden? Wurde irgendein Gegner vernichtet? Interessant. Schattenbergfried. Das klingt lustig, Schattenbergfried.
Bergfried. Okay. Das sieht nach Bosskampf aus, bin ich ehrlich. Oh. Noch so eine Bestie. Okay. Cutie. Schade, also vielleicht kann ich mein Pferd holen. Tschüss. Okay. Das sieht irgendwie süß aus. Das ist keine cute. Welche Zauber kann ich denn gegen den Boy benutzen? Der ist zu schnell dafür. Das kann ich eigentlich wegwerfen. Ich überlege statt dem hier den hier zu nehmen. Ja. Das ist doch gut. Ja, gegen den kann man bestimmt super kämpfen, wenn man Nahkampf ist. Wir merken uns, nicht fressen lassen. Und das ist süß. I love it. Tschüss. Rolling Panzer. Chewie hatte doch mal dieses Jutsu, wo er, also hat er das gesagt, ne, sein Rest des Fleischbombenpanzer. Und dann hatte sich so Kunais angelegt und danach das Jutsu der Entfaltung, Fleischbombenpanzer. Hi Elden Ring. Das ist ein schöner Name. Oh. Ja. Oh, ja, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich wieder tot. Alive, I'm dead. Aber der ist anfällig gegen Magie. Als hätte er nichts Besseres zu tun. Fuck it, Alter. Okay, ich spiele so schlecht heute. Was ist da los? Ach, Tisch heißt die. Tische. Tisch. Die schwarze Klinge. Komm nicht zu mir. Tschüss. Okay, jetzt meine Chance. Wenn ich jetzt, wann dann? Ah, der ist tot. Yes, sir. Ich weiß nicht, wie der gestorben ist. Oder warum. Aber er ist tot. Das reicht mir. Ah, wunderschön, Todes. Ah, Bestie. Gut gemacht. Danke. Mucho arigato. Wir haben schon ziemlich viele. Vielleicht können wir noch was ploppen. Danke dir. Vielen lieben Dank. So, lesen wir mal vor. Aspekt des Schmelztiegels, der sich in goldenen Nilpferden manifestierte. Erzeugt eine stachelige Masse aus dornartigem Fell auf dem Rücken des Zaubernden, bevor er die Gegend durch Herumrollen auf dem Boden durchstreift. Durch Aufladen versteckt die Wirkung. In einem längst vergangenen Zeitalter, bevor dieses Land in Schatten gehüllt wurde, blühte die Lebenskraft des Schmelztiegels. Überreste davon sind in den alten Ruinen zu sehen. Ach, es geht hier um den Schmelztiegel, natürlich. Bevor die goldene Ordnung
bevor die goldene Ordnung, also bevor die Eldenbestie hier in das in die Zwischenlande gekommen ist, gab es ja den großen Schmelztiegel, der alles erschaffen hat, aus dem das ganze Leben hervorkam. Ich glaube, so war das. Das heißt, blüht die Lebenskraft des Schmelztiegels. Okay. Das heißt, dieser Schmelztiegel war ja halt diese Urgottheit oder diese Urkraft, die es hier gegeben hat, auch in den Zwischenlanden. Und die wurde dann durch die goldene Ordnung verdrängt. Und das, dieses kleine Reich hier wurde dann umhüllt oder verdeckt, um außerhalb der Reichweite der goldenen Ordnung zu sein. Dann hat Merica das halt herausgefunden und hat Mesmer beauftragt, die Leute hier zu finden und dieses Land zu erobern. Und ich habe mir... Geht nicht von dieser Seite. Und ich habe mir Gedanken gemacht, auch gestern noch, wegen der Reihenfolge. Mesmer ist, glaube ich, ein Kind von Merica. Wenn wir davon ausgehen, dass es immer bis jetzt drei Kinder hatte. Merica und Godfrey hatten drei Kinder. Morgoth, Moke und, warte, und Godwin. Man hat uns nicht zurückgelassen. Mesmer ist Königin, Maricas Sohn. Ha! Ich hab's doch gerade gesagt. Ihre Gnaden würde niemals ihr eigen Fleisch und Blut verlassen. Okay. Als ein Krieger, okay. Genau. Da hat sich meine Theorie jetzt gerade ja, ist ja richtig. Das heißt, wenn Mesmer der Sohn von Merica ist, wahrscheinlich ist es ein Kind von Merica mit Radagon. Das heißt, die Geschwister von Mesmer sind Mikela und Melinia. Das heißt, die Kinder mit Radagon sind ja entstanden, nachdem er die Kinder mit Renala hatte. Das heißt, dieser Kreuzzug hat stattgefunden, entweder kurz bevor oder nachdem Godfrey von Rani getötet worden ist. Und hier sagt er, nein, es ist völlig unfair, man hat uns nicht zurückgelassen. Mesmer ist Königin Maricas Sohn, ihre Gnade würde niemals ihr eigen Fleisch und Blut verlassen. Und das sind jetzt die Krieger von Mesmer. Und anscheinend hat Merica die irgendwie verlassen oder ihren Sohn abandoned. Weil das haben wir doch auch in dieser, hier, als wir hier waren, in Schloss Ensis, war doch auch irgendjemand, der gesagt hat, das war ihr einziger Sohn. Da war doch auch so ein Geist, der meinte, sie hat ihr einziges Kind. Das ist doch ihr Kind, verlasst es bitte nicht. Das heißt, Mesmer wurde vielleicht abandoned. Interessant. Interessant, interessant, interessant. Müssen wir mal schauen, worauf das alles hinausläuft. Okay. Warum kämpfst du nicht? Deswegen kämpfst du nicht. Ihr blöden kleinen... Ich muss diese Seelen zurückkriegen. Aber ist ja direkt daneben. Interessant. Aber warum hat Merica denn ihren Sohn Mesmer dann verlassen? Was könnte der Grund gewesen sein? Hat Mesmer vielleicht zwischenzeitlich irgendwann die Seiten gewechselt? Wurde er vielleicht machthungrig? Und wollte das Reich für sich selbst haben? Cool. Ich möchte mehr Lore haben, Leute. Ich möchte mehr haben. Haben wir keine Seele von diesem Biest bekommen, was wir erlegt haben? Nee, von dem haben wir nur das hier bekommen. Ich würde gerne mal lesen, was bei den... der durch den Kampf in einem niemals endenden Krieg voller Rost und Dreck ist. Naja. Mehr Lore haben wir erstmal nisch. Und übrigens, ich habe gestern ja auch wieder diesen interessanten Dings hier gemacht. Das hier. Ich möchte noch wissen, was es damit auf sich hat. Auf das Auge eines... Ach, ich habe vergessen, zu der Fingerleserin zu gehen. Das machen wir gleich. Wenn wir beim nächsten Feuer angekommen sind. Was ist das da überhaupt für ein Zeichen? Seht ihr das? Was ist das für ein Zeichen? Das möchte ich wissen. Wo ist mein Fernglas?
Ja. Das Feuer. Okay, schau mal, das ist ein Schwert. Umgeben von einem Schimmer, wahrscheinlich so ein, ne, heiligen Feuer oder so. Links ist das Feuer von Mesma und rechts ist ein Ring, ein Kreis. Vielleicht steht das für den Elden Ring. Das heißt, das ist ein, das Wappenzeichen von Mesma und die Verbundenheit zwischen von Mesma mit seiner Mutter Marika. Und der Schatten frisst langsam das Vertrauen auf. Was für ein Bild, Leute. Wow. Okay. Ich hab's gerade gelesen. Bruder, die Nachricht hätte auch ein bisschen vorher kommen können. Ach, verdammt, ich hab meinen Pfeil nicht dabei. Ach. Du lebst noch. So. Holen wir uns das mal. Hier, hier ist wieder einer von diesen Bauern. Seht ihr? Einer von den Leuten, die hier gelebt haben, die wahrscheinlich versklavt wurden. Wir haben ja letztes Mal diese Höhle gefunden. Mit den Sklaven. Der pennt friedlich. Tschüss. Hell no. Was hat der für eine Durchschlagskraft? Ich wollte den gerade parieren. Bruder. Verreck. Und er ist nicht verreck. Oh. Au, das wollte ich gar nicht. Ah, sorry. Habt ihr gesehen? Der ist zu Eis geworden. Der konnte sich nicht mehr bewegen. Geil, ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Nice. So, jetzt aber. Das wollte ich machen. So, und jetzt du, mein Lieber. Oh, nein, 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 nein! Ich wusste nicht, dass der so einen Move hat. Was ist das für ein Move, Bruder? Deswegen fangt kein DLC im NG3 an, ihr Lieben. So, mit dir mache ich jetzt kurz einen Prozess. Geht's mir auf die Nerven. Blöd, Mann. Okay. Ich dachte, die da hinten kommen jetzt auch. Die haben gar nichts gemerkt. Die so, oh, das ist aber schöne Speere. Wenn ich mein neues, wenn ich mein nächstes Gehalt kriege, kaufe ich mir diesen Speer. Und der so, und ich will diesen Schild. Und da ist ein Shiny, das will ich eigentlich haben. Wisst ihr was? Wir gehen aufs Ganze. Keine Gefangenen. Hoppa, sorry. Töte mich nicht, bitte. Don't kill me, please. So. Nein, bitte nicht. Ha! Bastard. Du denkst, du wärst was. Gar nichts bist du. Ah, so einen coolen Hut. Ja, ja, die machen... die machen wirklich... Oh, hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte gar nicht hier hin. Ist das noch so ein groß... Ach, sind die kleinen? Okay. Sag das doch direkt. Aber ich muss trotzdem einmal... Kurz. Ich brauche einen Schluck. Ich brauche einen Schluck vom guten Tropfen. Wo sind die? Wo sind die? Hä? Ich höre Schritte, aber ich sehe die nicht. Hä? Wo bist du denn jetzt hergekommen? Der ist von irgendwo runtergefallen. Ach so. Ich so. Wo seid ihr hergespawnt auf einmal, Bruder? Ich dachte, warum fallen Gegner vom Himmel? Ich habe nur Schritte gehört. Wie seid ihr da hingekommen? Ach so.
Die sind den Weg gegangen, krass. Der hat gar nichts mitbekommen. Ja. Warum greifen die mich nicht an? Voll viele von denen greifen mich nicht an. Oh, Linkshanddolch, nice. I love this. Okay, dann müssen wir aber hier nicht runterspringen. Das machen wir hier schon. Gut. Das sind zwei von denen. Was machen die da? Wen hat er versucht anzuschießen? Mich? Ich bin noch gar nicht hier. Ich existiere gar nicht. Nee, dann gehen wir zuerst durch... Wir gucken uns erstmal an, was da ist. Bevor wir irgendwo runterspringen. Okay, hier ist einer mit seinem Hammer. Da ist ein Baum. Oder ein Spross. Wenn man möchte, so möchte. Wenn der so groß wird wie der eigentliche Baum. Die beten den Baum an schon wieder. Das hatten wir doch schon mal. Dass ja jemand den Baum angebeten hat, whatever. Dann gehen wir mal weiter. Die tun uns ja nichts an. Die machen ja nichts wahrscheinlich, wenn wir denen nichts machen. Die beten einfach, sind Seelenruhe. Schönes Gebet euch. Viel Erfolg. Mögen eure Gebete erhört werden. Ich klaue mir aber einfach mal das, was in der Mitte ist. Ist das in Ordnung für euch? Ist das in Ordnung? Let me scooch in a bit. Ich komme da aber nicht hin, ohne zu springen. Was steht hier erstmal? Preiset Ehrenbaum. Nix da. Schenkungstalisman des Herrn. Das klingt doch cool. Greift mich irgendjemand an von denen? Nein. Was steht da? Verbessert das Gleichgewicht nach Verwendung einer Tränenflasche. Ein Talisman, der Godfrey, den ersten Eldenfürsten, zeigt, der das kostbare Harz erhält. Verbessert das Gleichgewicht nach Verwendung einer Tränenflasche. Der Herr akzeptiert den Saft stoisch, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Nur wenig überraschend, dass der Herr des Erdenbaums einen langen Schatten über die Lande wirft. Ich hatte ein Lore-Video geschaut und da wurde gesagt, dass Godfrey von einem Volk abstamme, die noch in der Zeit des Schmelztiegels sehr, sehr stark waren und gelebt haben. Deswegen hat der auch im normalen Game, im Main Game, gab es diese Schmelztiegelkämpfer. Davon gab es, glaube ich, 16 Stück, die halt diese braune Rüstung hatten und auf dem Kopf dieses runde Teil und so. Das waren ja die Schmelztiegelkrieger. Und wahrscheinlich hat dieser Ort auch viel mit Godfrey zu tun. Vielleicht eine Auflehnung? Wer hat sich Godfrey aufgelehnt, ohne dass wir es... Vielleicht ist das noch nicht bekannt. Interessant. Okay. Das wird ein harter Brocken, Kinder. Ich sehe schon kommen. In Ruhe. Ich will das nicht. Tschüss. Gut. Sehr nice. Goldener Schwur. Wow. What is this? Überreste, die sich nach ihrer Segnung mit einer Anrufung des Erdenbaums in Licht verwandelten. Eine Anrufung des Erdenbaums in Licht. Okay. Herstellbares Objekt. Die Anrufung dient als Ritual zur Ehrung der Kameraden, die an den entfernten Erdenbaum geglaubt und ihr Leben auf dem Kreuzzug verloren haben. Verbraucht FP, um sich in die Luft zu begeben, wo es Angriff und Verteidigung des Wirkers und Verbündete in der Nähe erhöht. Wow, das ist ja cool. I love it. Werde ich bestimmt mal benutzen. Und er hat es nie in seinem Leben. Und danach benutzt er es niemals in seinem Leben. Nach guter alter Souls-Manier. Elden Ring, ich danke dir. Weiter und immer weiter. Plus Ultra. Warum bist du so schnell? Wo kommst du auf einmal her? Wer bist du überhaupt? Oh,
Eine Leiter. Wir verpissen uns aber sowas von. Bye, Bitch. Kannst du auf die hoch mit deiner riesigen Rüstung? Scheiße, ja, kann er. Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf, geh auf. Rein, rein da. Verpissen wir uns aber sowas von. Ach du Scheiße, da ist noch einer. Was ist das? Sterbe ich, wenn ich hier runterfalle? Lass mich in Ruhe. Ach, hier waren wir doch. Ich kenne den Ort. Ich kenne... Wo kommt ihr alle her? Die werden mich umbringen. Die werden mich umbringen. Ich werde alle meine Seelen verlieren. Ich werde alle meine Seelen verlieren. Nix da. Nix da. Ihr könnt mich alle mal. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Verpisst euch. Parek. So, ich erkläre euch jetzt den Plan. Der Plan ist, ich renne darüber und dann renne ich weiter weg. Und dann schreie ich wieder. Könnt mich mal. Der sieht mich nicht. Und bye bye. So. Wo sind meine Team? Team Feiglinge. A win is a win. A win is a win. So. Ach, der kommt mir jetzt sogar, der folgt mir jetzt sogar ein bisschen hin. Bruder, hast du keine Hobbys? So. Ging ja mir auf den Sack, ey. Im nächsten Mal wird es zu schwer für dich mit deinem Bild. Ja, das glaube ich nämlich auch. Aber egal. Wir haben ja Renala. Am Ende, die freut sich ja immer, wenn man ihren Service in Anspruch nimmt, nicht? Die mag das ja, uns so ein bisschen zu wiederbeleben. Das mag die ja. Da hat die auch was zu tun. Okay. Was ist ein cooles Schiff? Ich glaube, hier war so ein Modellbauerfreund. Ich schwöre, einfach Feiglinge auf die Eins. Gib ihm. Team Lysop. Das sind schon wieder die Zwerge. Und die sind mächtig stark. Die sind mies stark. Die darf man echt nicht unterschätzen, nur weil die so hässlich sind. Und aussehen wie so kleine KKKs. Ah, das ist doch schwächer, als ich dachte. Kein Zwerg, okay. No Zwergis. So, dann holen wir uns das hier. Mesmas Feuerfett. Der Mesmer, der hat gerne Steak gebraten und das, was er gebraucht hatte, er sein eigenes Feuerfett. Mesmer war einfach Sally aus der Elden Ring Welt. Die hat ja auch ihr Imperium gebaut. Sallys Tortenwelt. Mesmer ist das auch, nur halt für Elden Ring. Der macht auch so abends. Die kleinen Hässlichkeiten. Er macht auch so kleine Bug-Tutorials. Eure Waffen sehen echt eklig aus. Bruder, du blutest aber viel. Die anderen haben nicht so viel geblutet. Aber deren Augen sind richtig gruselig. Habt ihr mal auf die Augen von denen geachtet? Das sieht so aus. Also deren Augen sehen so ein bisschen aus wie die, als die so Wahnsinn, als sie vom Wahnsinn beherrscht worden sind. Ah, hier ist die Leiter. Ach, die meinst du. Das ist die Leiter, die du meinst. Okay. Wasserfall. In Wasserfällen gibt es immer irgendwas. Gibt es hier irgendwas an der Seite? Vor allem, ich mach den hier. Ist das eine Leiter? Ja, würde ich sagen, nicht? Sieht aus wie eine Leiter. Warum hast du jetzt gerade viel Glück gesagt? Das mit dem viel Glück gefällt mir jetzt aber gar nicht. Das viel Glück sagt man, wenn jemand gleich Schlange. No, 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 no. No, no. No, no, no. That's a big no, no for me.
Okay. Wow. Sieht ja schön aus. Gebiet der Drachen. Ja, Hunde. Klingt doch schon sehr einladend. Verborgener Pfad, verborgener Pfad. Verborgener Pfad, okay. Schauen wir doch mal. Du bist der Lügner wahrscheinlich. Das ist doch keine Lüge, stimmt doch. Da hat der Recht, der Gute. Es ist dunkel. Schauen wir mal. Mir geht's auf die Nerven, dass diese Fackel nicht an ist. Und die auch nicht. Wer hat das gemacht? Auch schon wieder so ein Sarg. Warum... Warum ist das hier so das Haupttransportmittel? Reisen Sie heute mit Sargexpress. Hier können Sie für immer in Frieden ruhen, auch wenn Sie sterben. Wir bieten Ihnen zwei Sachen in einem. Eine sichere Fahrt und wenn Sie doch nicht so sicher sind, haben Sie schon Ihren Sarg. Ist wirklich immer noch besser als Deutsche Bahn. Ist echt so. Ich liebe es ja, wenn wir so kleine Shortcuts haben. Shortcuts sage ich, so kleine Filmabschnitte. Ich liebe das so selten bei uns hier in Elden Ring. Und das ist immer sehr schön, so cinematisch. Danke für die schöne Reise. Die Musik gefällt mir ganz und gar nicht hier, Leute. Das ist eine Du wirst gleich sterben Musik. Skadu Altus. Ein Grey's Anatomy. Wo sind wir denn auf der Karte hier? Ach so, wir sind jetzt hier. Hier sind giftige Sümpfe. Sieht ja lustig aus. So viele Farben. Ein Ofengesicht. Ist ja eine richtige Beleidigung, du Ofengesicht. Eine kleinere Nachahmung des Gesichts des Ofengolems. Material zu... Ach so! Diese riesigen Teile, die Feuer haben, die wir am Anfang, den wir am Anfang gesehen haben. Dieses riesige Ding, das ist ein Ofengolem. Interessant. Findet man immer seltener. Eine von gekräuselten Hörnern umgebene Steinmaske, die den gefallenen Gott des Feuers zeigt, der die Sagen der Hornherolde heimsucht. Okay. Eine von gekräuselten umgebene Steinmaske, die den gefallenen Gott des Feuers... Also es gibt noch einen Gott des Feuers. Ich verstehe. Leute, ich habe eine Idee. Wenn es einen Gott des Feuers gibt, dann ist das ja ein Gott. Und dieser Gott steht dann natürlich im Kontrast oder in Konkurrenz zu der goldenen Ordnung. Das heißt, eventuell wurde Mesmer vom Gott des Feuers gesegnet oder verflucht in diesem Sinne. Und er hat sich dann gegen Marika gestellt. Und deswegen hat Marika ihn dann verstoßen, weil er sozusagen von einer anderen Gottheit auserwählt worden ist. Denn die Geschwister von Mesmer, also einmal Melenia, sie war ja auch ein Opfer das Opfer einer Gottheit. Und zwar von der Scharlachfäule. Das wurde dann ja auch ihr Fluch. Mikela wurde dazu verflucht, für immer ein Kind zu bleiben. Keine Ahnung, von wem der verflucht worden ist, von welcher Gottheit, aber irgendeinen Fluch hat er auch abbekommen. Vielleicht hat Mesmer ja diesen Fluch bekommen von diesem Feuergott oder wurde von dem Feuergott auserwählt, aber wurde dann korrumpiert, wahnsinnig oder was auch immer. Denn das Feuer von Mesmer... Ich finde, das sieht auch immer so ein bisschen aus wie die Frenzied Flames.
ne, im Main Game hatten wir dieses Feuer, dieses leuchtende Feuer, was die Leute verwirrt hat und Wahnsinn gemacht hat, also Wahnsinn gebracht hat. Und vielleicht wurde Mesmer Opfer von diesem Wahnsinn. Und dann, interessant. Denn ganz am Anfang vom DLC haben wir diesen Geist gesehen, der gesagt hat, ich habe alle Kinder von America sollen, ich verfluche alle Kinder von America. Das heißt, alle haben einen Fluch bekommen. Das heißt, Mesmer hat auch irgendeinen Fluch abbekommen. Und zwar während des Kreuzzugs. Ja! Natürlich. Wunderbar. Es fügt sich alles. Langsam ergibt alles Sinn. Noch ein Ofengesicht, okay. Ja, okay, schwerer Vulkantopf. Den habe ich nicht. Den habe ich nicht. Ihr habt keinen schweren Vulkantopf. Na gut. Aber dann hat es ja mit der Area. Dann kann ich ja nicht mehr viel mehr anfangen. Mit der Area hier. Du kriegst Hunger beim Zuschauen. Warum kriegst du Hunger beim Zuschauen? Oh, Shortcut. So. Ihr kleinen Hässlichkeiten, kommt her. Tobi, nein. So böse bin ich nicht. Ach, verdammt. Oh, I know. Was war das denn? Oh, warte. Ihr steht da alle so in der Reihe. Wie hatte bei One Piece Brook gesagt, als der in Wano Kuni gekämpft hat. Dankeschön, dass ihr euch in eine Reihe gestellt habt. Und danach, wie hieß seine Attacke? Ich sehe euch gar nicht. Kleinen Hässlichkeiten. Sind die jetzt alle tot? Gut. Viel zu viel Magie dafür verschwendet, aber gut. Wenn es weh tut, macht es keinen Spaß. Das stimmt. So. Und deswegen habe ich eine Hellebarde. Denn ich möchte die Feinde so weit weg von mir, deswegen bin ich Magier, weil ich hasse es, in nahe Konfrontation zu gehen. Wow, wer bist du denn? Du siehst richtig stark aus. Und deswegen puste ich dich jetzt einfach direkt weg, denn ich habe keine Nerven, gegen dich zu kämpfen. Du bist mir zu stark. Sorry. Du siehst mir zu stark aus. Schauen wir mal. Ist das nicht wieder dieses Ding, was wir schon mal gekämpft haben? Schon wieder so eine Bestie. Probenlager? Probenlager? Hier hat Mesmer gesungen. Zahnärzte. Ich hasse sie nicht. Die tun trotzdem einen guten Job. Aber ich gehe ungern dahin. Das stimmt. Das sieht ja cool aus. Kam mit. Mein Gott, das ist erschrocken. Ich habe mich so sehr erschrocken, dass ich mich verschluckt habe. Keine Hässlichkeit. Ich kann direkt nochmal rasten. Ich möchte nämlich meine. Nee, nicht das hier. Flaschen. So.
Na okay, also wenn deine Füllung nach 7 Monaten immer noch wehtut, mein Lieber, dann müsstest du wahrscheinlich nochmal dahin. Ach, ich hab dich schon wieder vergessen, guck mal. Dann müsstest du wahrscheinlich nochmal dahin. So leid es mir tut. Okay. Ach, das darf nicht euer Ernst sein. Ich habe eine neue Sphäre erreicht in meinem Magier-Dasein. Ich habe den Zauber freigeschaltet. Schweben. Und Selbstmord. Ja, je nachdem welcher Zahn es ist, würde ich ihn wahrscheinlich einfach ziehen lassen. Oder lieber eine Wurzelkanalbehandlung. Ich meine, Zähne sind schon was Wichtiges. Die sollten wir nicht einfach so. Was ist das? Wo kommst du denn her? Gerade warst du aber nicht da. Bleib ich jetzt wieder stecken, wenn ich da reinlaufe? Nicht, dass da jetzt... ich glaube, ich will mal wieder stecken. Ich sehe schon kommen. Okay, gut. Danke, Tobi. Du hast dich geopfert, damit ich es nicht noch weiter versuche. Dein Leiden hatte einen tieferen Sinn. Ich will wissen, ob ich seinen Feuerball abwehren kann. Nein, okay, kann ich nicht. No way! Was ein Scheiß. Das finde ich aber jetzt wiederum interessant. Denn diese Leute hier sind auch dieses versklavte Volk, aber die hier kämpfen, haben Mesmas Feuerzauber. Das heißt... Guck mal, hier steht der kleine Bastard. Denkst du, das ist ein ganz schlauer? Anscheinend waren das... Gab es auch unter den Einheimischen Leute, die sich auf Mesmas Seite geschlagen haben. Ey, gibt's Sinn. Und die haben dann Mesmas Künste erlernt. Runenbogen. Interessant. Okay, Backenzahn. Ja, aber Backenzahn ist schon wichtig. Der gleiche Müll ist mir auch passiert. Backenzahn ist schon wichtig. Den brauchst du schon. Gab es einen Weg hier? Manchmal gibt es bei Soft Games vor allem. From Software Games. Wenn man einen Aufzug runtergeht, gibt es da manchmal noch einen versteckten Weg. Okay, schauen wir mal. Rücksichtslosigkeit. Vorsicht vor links. Wow! Alexander! Was machst du hier? Komm. Tschüss. I'm so sorry. Okay. Lügner. Ja, also, ob die jetzt freiwillig da auf seine Seite gegangen sind,
Oder ob sie gezwungen worden sind, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Also das, glaube ich, könnten wir spekulieren. Aber ich glaube eher, dass sie sich halt auf seine Seite geschlagen haben. Vielleicht halt, um zu überleben einfach. Oder halt, weil sie ihn dann doch interessant fanden. Kann ja sein. Ich meine, jede Gesellschaft hat Abschaum. Vielleicht waren das ja wiederum diejenigen Menschen, die von der Gesellschaft hier im Reich der Schatten wiederum schlecht behandelt worden sind. Und die dachten sich so, jetzt erst recht. Kann ja auch sein, dass die irgendwelche Rachegelüste gegenüber dem Reich hatten. Tschüss. Ja. Was bist du denn? Du siehst aus wie ein ekelhafter Gesäßmuskel. No way. Der hat mich geschubst. Ist das die Weiterentwicklung von denen? Oder ist das irgendein Wesen, was sich in diese Behälter reingelegt hat, oder? Ist das sozusagen der nächste Schritt der Evolution dieser Gefäße? Okay. Handbuch des Militärpriesters. Stein der Sonnenwärme. Okay. Was haben die für eklige Angriffe eigentlich? Zuerst greift er mich mit seinem Stretchdarm an. Und jetzt spuckt er mich mit ekelhaftem Zeug an. Da gibt's die Antwort auf die Frage, die ich eben hatte. Hör mal, ich habe so viele Fragen gestellt. Mein Kopf ist die ganze Zeit voll von Fragen. Ich weiß nicht, welche du meinst. Ach so, ob die so eine Weiterentwicklung sind, meinst du? Vielleicht sollten wir dieses Dungeon mal erkunden. Guck mal, hier sind... Also das sind Menschen. Oder ist das Gedärm? Ist das Gedärm? Das sieht aus wie ganz viele Menschen. Das sieht auch aus wie ganz viele Beine. Das sieht aus wie ganz, ganz viele Beine. Ganz viele Gliedmaßen. Ah, das wird aus dem Verdammten, die zerlegt und in Gefäße gestopft werden, um zu heiligen zu werden. Okay. Das wird aus den Verdammten. Aus den Verdammten? Was, wer sind denn die Verdammten? Sind das Sträflinge? Wer hat den Status verdammt? Und die wurden da reingesteckt, um heilig zu werden. I'll pass, thank you. Mucho arigato. Yo. Warum sind hier Betten? Wisst ihr, wie das hier aussieht? Das sieht ein bisschen aus wie ein Lazarett. Wo Kranke gepflegt werden. Haben die irgendeine Krankheit bekommen und sind dann mutiert? Wahrscheinlich Liebhaber. Wahrscheinlich fehlende Ausdauer. Die Leute. Wisst ihr, was mich daran erinnert so ein bisschen? Die machen Blutmagie. Das erinnert mich an Moke. Und an diese Gottheit, die... wie heißt die? Unsichtbare Mutter? Formlose Mutter. Eventuell sind das Produkte der Anbetung der formlosen Mutter. Weil die machen auch Blutmagie. Iris der Gnade. Interessant. What is this? Eine mit einer Anrufung des Erdenbaums gesegnete Iris. Auf das Auge eines anderen legen, um das Licht der Gnade als fliehenden Segen zu gewähren.
kann auch verwendet werden, um den Segen einer ausgerüsteten großen Rune zu erhalten. Im Reich der Schatten wurde dieser Gegenstand von den Priestern des Erdenbaums genutzt, um die Furcht in ihren Anhängern zu mindern, mit Erfolg. Und einmal das hier, Iris der Verfinsterung und Iris der Gnade. Im Reich wurde diese von den Priestern des Erdenbaums genutzt, um die Furcht in ihren Anhängern zu schüren. Also hier hat man Furcht geschürt, bei den eigenen Anhängern. Und hier hat man die Furcht gemindert. Ich stelle mir deren Stimme so quietschig vor. Warum hast du Papatopf getötet? Wir werden Rache nehmen. Ah, oh, okay. Oh, sehr gut. Salzas Kapuze. Wer ist Salzas? Kapuze von Salza, dem Weisen der Feuerritter. Eine Menge Stoff ist darum gewickelt, wodurch der Kopf des Trägers deutlich geschwollen wirkt. Als Schüler des ältesten Vego weigerte er sich, eine alte Ruine niederzubrennen und riskierte dabei sein eigenes Leben. Das ist keine Ahnung. Schade. Klingt wie ein cooler Typ. Tschüss, glaube 52. Schade, klingt wie ein cooler Typ. Ich meine, jemand, der eine Ruine versucht zu retten oder nicht niederbrennen möchte, finde ich cool. Hat so ein bisschen Nico Robbins-Style auf Skype hier, wo sie gesagt hat, ich werde dich lehren, dass du niemanden einfach nur... Wagt es nicht. Dass du... werde dir nicht verzeihen können, dass du diese Ruine geschändet hast. Und dann hat sie gesagt, Delphiniumflöhe. Ah, das ist diese giftige Area. Kann das sein? Ach, die Area kenne ich noch gar nicht. Hä? Wo war denn der Boss von dem Bereich? Ach, das war der Boss. Oh, aber die Karte davon ist hier. Wie komme ich denn da hin? Wieso gehst du raus? Du hast 5 Sachen vergessen. Hier drin habe ich 5 Sachen vergessen.